Hi, Andi. Gut, dass du da bist. Genau dich suche ich. Ja, hast du ein Glück. Was kann ich für dich tun? Du könntest dein Versprechen wahrmachen. Das vom Baggersee, weißt du noch? Na klar, wie könnte ich das vergessen? Gut, dich. Olli sagt, du könntest mir vielleicht sogar eine Stelle bei Brandnerbau besorgen. Tja, das wird schwierig. Schade. Ich brauche einfach ganz dringend eine Stelle, weißt du? Ich muss sonst zurück nach Tübingen. Ich könnte einen Kumpel anrufen, der arbeitet als Vorarbeiter. Hey, wo hast du den Brief vom Notar? Der ist da, wo er hingehört. Du bist so ein Idiot. Hey, jetzt lass den da drin. Teufel werde ich tun. Wir haben euch 100 Kopien und Pflaster die ganze WG damit voll. Wenn du nichts Besseres zu tun hast? Du bist so ein Schisser. Stell dich endlich mal der Situation. Wie soll denn das jetzt weitergehen mit dir und deiner Tochter? Ja, ich wollte ihr alles sagen auf dem Friedhof, aber Bella hat gleich so heftig und verletzt reagiert. Mir ist klar geworden, sie darf nie erfahren, dass ich ihre Mutter bin. Charlie, was erwartest du? Du empfindest doch eine ganz starke Verbindung zu ihr. Also solltest du ihr die Chance geben, ihre Aber Mutter... Aber sie wird mir keine Chance geben. Sie hat deutlich gemacht, dass ihre Mutter für sie tot ist. In jeder Hinsicht. Und dieses Bild soll sie jetzt für immer behalten. Sie kann nicht davon ausgehen, ihre Mutter von einer anderen Seite kennenzulernen. Du musst auf sie zugehen. Charlie, du musst ehrlich zu ihr sein. Oder willst du, dass Bella ihrer Mutter nie wird verzeihen können? Nein, aber sie wird Antworten einfordern. Antworten, die ich ihr noch gar nicht geben kann. Also wenn Andi die Firma übernehmen würde, dann könnte er jeden einstellen, auch dich. Bella, einfach nicht beachten. Aber ich verspreche dir, ich kümmere mich darum. Gibst du mir mein Handy? Mein Arno kannte ich so gut. Ich bin mir sicher, dass er nicht enttäuscht von dir war. Gib mir mein Handy. Okay, Jungs, atmen. Andi, lies doch den Abschiedsbrief. Leck mich. Hey, du musst einfach mal einsehen, dass... Ich wollte wirklich keinen Streit provozieren. Ja, wie ich Andi kenne, ist er irgendwann klar, aber... dann ist es zu spät. Ich will wissen, wie die Adoption damals abgelaufen ist. Jetzt. Du hattest schon viele schlechte Ideen in deinem Leben. Aber das ist definitiv eine davon. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, sondern um eine Auskunft. Ich will meiner Tochter endlich die Wahrheit sagen. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe dir geholfen. Und wir wollten nie wieder darüber reden. Sag mir einfach den Namen der Agentur, bitte. Es gibt keine Agentur. Die Adoption war illegal. Ich verstehe nicht. 10.000 Mark hat der Entbindungsarzt bekommen, weitere 10.000 der Standesbeamte und dann standen die Jakobs auf der Geburtsurkunde. Du hast irgendwelche Menschen bestochen und meine Tochter einfach weggegeben, ohne zu wissen, wohin? Hör doch nicht da rein, du blödes Mistding. Hi. Hi. Willst du reden? Hat dich mein Bruder geschickt? Ich wollte nur höflich sein. Eigentlich mache ich dich viel lieber im Billard fertig. Einverstanden? Ja, okay. Aber ich kann keine Mädchen weinen sehen. Und schon gar nicht dich. Das wird nicht passieren. Eher wirst du weinen. Um was spielen wir? Worauf du Lust hast. Wie wär's damit? Der Sieger hat einen Wunsch frei. Du weißt aber nicht, worauf du dich da einlässt, Süß. Wenn ich das gewusst hätte. Wie konntest du das tun? Ich hab dir vertraut.
Ich weiß. Ich wollte dir helfen. Indem du mein Kind wildfremden Menschen in die Hand drückst? Die Jakobs haben wirklich einen guten Eindruck auf mich gemacht. Deine Tochter war in den besten Händen. Das konntest du gar nicht wissen. Du hast die Menschen überantwortet, die überhaupt nicht überprüft worden sind. Na, das trifft so etwa auf alle Eltern zu. Als ich dich im Krankenhaus gesehen habe, du warst so verzweifelt, du hattest keine Hoffnung in die Zukunft mehr. Ich habe dich so noch nie gesehen. Ich musste eine Lösung finden. Dieser Mann hat dir doch das Herz gebrochen. Du hast doch Jahre gebraucht, bis du darüber hinweg warst. Bis du wieder auf die Beine gekommen bist. Wie hättest du denn da dich um ein Kind kümmern können? Ich habe Bella gesagt, dass ihre Mutter immer nur das Beste für sie im Sinn hatte. Wie soll sie mir denn das jetzt noch glauben? Machen. Was ist da so dringend? Ach du, ich hatte nur einfach wahnsinnig Sehnsucht nach dir. Echt jetzt? Ja. Wir haben auch Glück, Larissa wird uns nicht stimmen. Bis heute Nachmittag auf einem Meeting. Das ist umso besser. Ich muss unbedingt was trinken. Hast du auch? Willst du auch was? Gern. Ich will mir nur die Hände waschen. Ja, klar. Song von dir? Schon wieder? Ja, weil wenn du spielst, Leo, das ist wie, ich meine, das ist wirklich wie Watte. Da, ey, von innen, da werde ich ganz verrückt, weil du singst, das ist wirklich wie, Leon. Ich bin dafür jetzt gerade echt nicht in der Stimmung. Ja, ja, und Leo, bitte. Okay, und was muss ich tun, damit du in Stimmung kommst? Ja. Bitte. Mein Putzdienst bis 2028. Ja, okay, das mit dem Putzdienst war nicht ernst gemeint. Müll runtertragen reicht. Und jetzt sag nicht wieder, du hättest mich gewinnen lassen. Nein, nein, ist schon okay. Gratuliere. Der Müll ist übrigens voll und stinkt. Ach komm. Hast du denn keine eigenen Ideen? Du kannst dir was wünschen von mir. Egal, was du willst. Na dann. Na dann was? Schlüssel für deinen Wagen. Kleine Spritztour. Und du darfst mitkommen. Vorsicht. Mein Wagen braucht ganz viel Liebe. Leo, das ist... Was bist du denn so verkrampft die ganze Zeit? Na, weil... Ich meine, was ist denn, wenn jetzt irgendwie Clarissa doch reinkommt? Oder Papa, ich meine, das wär mindestens genauso peinlich. Clarissa-Meeting und Papa hat den ganzen Tag Dienst. Trotzdem. Okay, dann lass uns nach nebenan gehen.
Komm. Hey, jetzt warte mal, setz dich mal hin. Komm, jetzt wirf die Kiste an, es geht los. Was meinst du, was ich gerade probiere? Gib Gas. Ja, natürlich sehen wir uns Leonie an, wenn dein Vater den Rechner in den Griff kriegt. Ja. Was? Wieso macht Papa das denn? Worauf wartet ihr eigentlich noch? Männer und Technik, wirklich. Ja, gut, Mama. Dann, ja, danke. Viel Spaß, ja? Ja, bis später. Tschüss. Also, pass auf, du musst für mich spielen. Wenn du für mich spielst, das ist wie Sex. Wirklich, wahr? Da bist du mir so nah. Du zeigst mir deine innersten Gefühle. Das ist... Da werde ich richtig weich. Bitte, Leo, du musst für mich spielen. Papa, soll ich mal versuchen? Nein. Das ist der falsche Eingang. Soll ich jetzt mal? So. Warte. Ich muss mich erst richtig hinsetzen, ne? So. Geht doch. Entschuldigung, dürfte ich mal kurz um Ruhe bitten? Das ist unsere Freundin Leonie Richter. I can see the world spins on. It's just a matter of time. But I feel there's something wrong. I can see it in your eyes. Once your feelings were so strong. Just a matter of life. Once I knew where I belong, I could see it in your smile. Ist ja schönes Lied. Please, please, my dear. Die Gitarre habe ich hier repariert. Hoffentlich hat Timo ihr das gesagt. Wieso sollte er? Ja, wieso denn nicht? Ja, das hört man auch, dass du die repariert hast. Wie konntest du das tun? Weißt du überhaupt, was eine legale Adoption bedeutet? Sie hätten lange Gespräche mit dir geführt, dich immer wieder gefragt, ob du dieses Kind wirklich weggeben willst. Ja, vielleicht hätte ich es mir dann auch noch überlegt. Das konnte ich nicht riskieren. Ich hatte Angst um dich. Was hätte ich denn machen sollen? Du warst doch meine Freundin. Jetzt nicht? Oh. Oh, jetzt hat sie die Kamera entdeckt. Das ist vielleicht nicht das, was... Flippe jetzt bitte nicht aus, Kleiner, okay? Ich wollte dir eigentlich nur helfen. Ich habe gedacht, mit deinem Lampenfieber, wenn du vielleicht vor... Wie? Ist das das, was ich denke? Wie, die weiß nicht, dass sie online ist, dass sie live ist? Du kennst mich, ohne mich zu fragen, wie auf Mallorca, dann... Komm, Papa, lass mal. Nein, lass mal an. Oh, das ist echt peinlich. Nee, mach auf. Ja, bitte. Komm. Lass das jetzt an. Nee. Ich will das jetzt sehen. Mach das aus. Wir sind im Netz. Live. Jetzt.